Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Wir sind wieder dabei mit unserem Projekt und wir sitzen hier auf dem weißen Sofa. Es ist schön, dass ihr uns zugeschaltet habt. Wir sind schon im Dezember und das ist heute, wie man es schön sieht, der dritte Advent. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt auch zu Hause euer Kerzchen angezündet. Ich bin aber gedanklich noch woanders stecken geblieben. Und zwar im November. Da hat es die Wahl gegeben. Mhm. Ja. Und diese Wahl ist zu unserer großen Zufriedenheit, ich hoffe, bei dir war es auch so. Definitiv. Ja, gelaufen. Ich habe da wirklich gestaunt, dass sogar meine kleine 11-jährige Tochter, als ich die von der Schule abgeholt habe, so stolz erzählte, Papa, hast du schon gehört, Trump wurde nicht gewählt. Ich dachte mir, ja, das Kind freut sich ja auch. Und gerade da, wo alle sich so freuen, frage ich mich, was hat mir diese Situation zu sagen? Da haben sie ja wohl nicht alle gefreut, in Amerika zumindest. Nee, genau. In Amerika hätten viele, vor allem Christen, Trump gerne als Präsidenten nochmal in der zweiten Wahlperiode gesehen, weil er einfach ja irgendwie ihr Selbstbewusstsein angesprochen hat. Und vor allem mit diesem Satz America first oder we will make America great again werden so zutiefst christliche Ansprüche auch angesprochen. Und vor allem dieses America first ist ganz interessant, weil das irgendwo auch bedeutet so I am first. Und das ist ja das, was Trump irgendwie liebt, sage ich jetzt mal. Ja, das kann ich mir bei ihm schon richtig gut vorstellen. Ich finde ihn auch in mancher Hinsicht so glaubwürdig, aber andererseits nicht so glaubwürdig. Ich meine, wenn er zum Beispiel sich vor der Kirche fotografieren lässt, in die er eigentlich nie geht, oder das Buch in der Hand hält, aus dem er nie liest, das macht ihn nicht glaubwürdig. Aber diese Grundhaltung, I'm first, ich bin der Erste um das Wichtigste in meinem Leben überhaupt. Sind wir nicht alle da ein bisschen Trump? Das ist eine sehr gute Überlegung und ich denke, da hast du auf jeden Fall ein bisschen recht. Und das ist ein bisschen auch mit dem, ja, mit Kapitalismus, mit Geld verknüpft, würde ich sagen, weil wir oft das Gefühl haben, dass wir mit Geld und mit Wohlstand eine gewisse Sicherheit eingehen und unsere Freiheit und unsere Wünsche sind irgendwie so ein bisschen an diese, ja, an diesen finanziellen Wohlstand geknüpft. Genau, du hast, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mich in der letzten Woche darauf angesprochen, ob unsere Freiheit heutzutage nicht durch das Finanzielle definiert wird. Ja. Wie ist es überhaupt entstanden geschichtlich? Das hast du mir da, glaube ich, auch ein paar Worte dazu gesagt. Weißt du das noch? Du meinst das mit der protestantischen Arbeitsethik? Kann sein. Genau, also ja, so im 20. Jahrhundert kam irgendwie der Gedanke auf, dass je mehr man arbeitet und je mehr weltlichen Wohlstand man anhäuft, desto eher bekommt man einen Platz im Himmelreich. Mhm. Und das hat sich vor allem in den USA ganz doll niedergeschlagen, in solchen Sätzen wie vom Tellerwäscher zum Millionär oder jeder ist seines Glückes Schmied. Und es ist sogar in der amerikanischen Verfassung drin, im Sinne von Pursuit of Happiness. Und das heißt im Grunde genommen, wenn ich mit meinen eigenen Händen mein Schicksal irgendwie forme und auch dadurch mit finanziellen Wohlstand auch absichern kann, dann gewinne ich auch eine gewisse Freiheit, dies oder jedes zu sein, dorthin oder dorthin zu reisen, solange es natürlich erlaubt ist. Das heißt, dass die Freiheit und das Finanzielle wird in einem Zusammenhang gesehen. Das finde ich eigentlich sehr problematisch und das ist das, was uns Christen eigentlich weh tun sollte, wenn wir auch die gleichen Einsichten bekämen. Gerade da kommt uns der Spruch des Monats Dezember als ein Kontrapunkt entgegen. Magst du den vorlesen? Ja, natürlich. Der Monatsspruch steht bei Jesaja 58, Vers 7. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ich finde in diesem Bibelsatz eigentlich so viel drin und ich weiß auch ganz genau, was ich da nicht drin finde. Den Satz I'm first, da geht es nicht um dich, da geht es tatsächlich um deinen Nächsten. Definitiv. Den Nächsten, den man kleiden soll, dem man was zu essen geben soll und nicht auf sich selbst bedacht leben soll, in dem Sinne. Und ich glaube, diese Lebenshaltung ist nur möglich, wenn wir
unsere Beziehung zu dem pflegen, der uns die Gnade zugesprochen hat, der uns bedingungslose Liebe auch versprochen hat. Anders wird es nicht gehen. Wenn ich diese Gnade und Liebe in meinem Leben erfahre, dann bin ich dazu herausgefordert, auch die weiterzugeben und nicht zu sagen, ich bin das Wichtigste und das Teuerste in meinem Leben und alle anderen können einfach auf der Strecke bleiben. Luther hat mal gesagt, Gott ist das, woran du dein Herz hängst. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass man sein Herz eben nicht an das Geld, an Kapital, an Wohlstand, an Anhäufung von Sicherheit hängt, sondern wirklich schaut, wer ist mein Nächster und wie kann ich Gottes Liebe auch weitergeben und leben. Letztendlich vielleicht, dass ich mein Herz nicht an mir selber hänge. Das auch. Sondern versuche einfach bei Gott mich zu finden und auch vielleicht auch meinen Nächsten. Das wünschen wir euch alle in diesem Monat und wir freuen uns auf das nächste Mal.